Ja, lasse ich mir mal für später übrig, ne? Weil sonst habe ich echt gar nichts mehr zu tun. Tja. Hm. Da hinten sind die erst. Kann ich hier nicht irgendwie die Zeit beschleunigen? Die teilen sich auf. Einer läuft nach links lang. Mutig. Der mutige Bogenschütze. Der ist wahrscheinlich die Vorhut für irgendwas dahin. Da bleibt wieder irgendwie einer stehen. Ich hoffe, die werden irgendwann nicht alle auf der Strecke und am Ende kommt keiner am Ziel an. Das wäre blöd. Der ist festgebackt. Muss ich denn irgendwie helfen? Oder was ist jetzt seine Mission da? Ja gut, die meisten gehen nach links. Einer teilt sich nach rechts ab. Der ist... Ja, mal gucken, wo der hinkommt. Hier weiter geht's nicht. Den einfach den Weg folgen. Und der würde dann irgendwie jetzt hier rüberlaufen. Hier durch. Und dann hier lang. Und dann hier so. Und... Ja, der hat einen weiten Marsch vor sich. Oh Gott. Der läuft dann wahrscheinlich original halt den Weg hier entlang. Das heißt, der läuft hier rum, dann hier zurück wieder. Und dann da hinten wahrscheinlich dann wieder so rum, wa? Weil der wird bestimmt keine Abkürzung nehmen und irgendwie hier quer fällt ein irgendwie laufen. Oh Gott. Oh Gott. Hier, Monolith, kann ich da irgendwas machen? Nö. Gegner! Die Häuser kann ich angreifen. Wie hänge ich da schon wieder? Hallo, laufen zum Gegner. Sehr schön. So. Flammenwurf. Flammenwurf. Warum brennen die Bäume nicht? Was ist das? Wo bin ich? Hallo? Ein Berg vor mir. Ah, ein Turm. Hey, so hart die Gegner, Alter. Wow. Ich muss mich richtig hüten. Von deren Angriffe. Das ist ja Wahnsinn. Die machen mich fast fertig, ne? Ich muss mich richtig anstrengen hier. Alter Falter. So. Feuerball. Feuerball. Er weicht aus! Gewieft ist er. Fall auf den Nacken. Und dann haben wir da noch ein paar Gegnerlein.
So, was sagen die Menschen? Die sind wahrscheinlich 10 Meter gelaufen erst. Alpha-Wände, sehr schön. So. So, wo sind denn die kleinen grünen Männer? Da hinten sind noch kleine, ja, das sind auch grüne Männer, aber die suchen jetzt nicht. Hallo. Boah, warum die spawnen mein Angriff? Level up, hey, nice. Richtig verdient bei den Schwächlingen. Was ist das? Die grünen Männer, sie kommen und gehen wieder. Ey, wo, was tust du? Oh, das ist voll reingelaufen. Gut. Hier unten bin ich. Hier müsste doch jetzt demnächst. Aber hier war ich doch schon mal, oder? Nee. Meine Armee müsste von hier. Die ist von hier gekommen, hier runtergelaufen. Müsste jetzt irgendwie so hier sein. Hier ist der Einzelne lang gelaufen. Die größere Truppe müsste da auf der rechten Seite der Map sein. Also jetzt da hinten links. Sollte jetzt irgendwie von da hinten wahrscheinlich kommen. Ich geh mal gucken. Oh, Alter, das kann aber bestimmt, das wird bestimmt langweilig jetzt vielleicht. Wenn ich jetzt nur noch warten muss, bis die am Ziel ankommen. Ja, wir warten, wir warten, wir warten. Lalala. Da! Sie laufen! Hier ist wieder einer zurückgeblieben, oder? Ja. Wieder einer zum Schlusslicht. Ansonsten sind hier die meisten. Und da ist so dieser Kessel. Eventuell ist da der Zauberer. Ich hoffe es. Ich hoffe es ist. Hoffentlich. Bitte lass da den Zauberer sein und es ist vorbei mit der Mission. Das wäre schön. So, ich werde jetzt einfach hier so ein bisschen kurz warten. Vielleicht spawnen hier sogar noch Feinde. Kann auch sein. Und dann sind die ja gleich da und dann wird bestimmt irgendwas passieren. Wuhu, Magie! Ja, da laufen sie. Die haben es auch gar nicht eilig, wie man sieht, ne? Ich meine, hier ist ein Zauberer, der ist gefangen genommen von den bösen Orks. Die misshandeln ihn wahrscheinlich körperlich aufs Brutalste. Und so ein Zauberer ist halt, ne, der ist halt nicht körperlich sehr fit. Der ist halt so ein Bücherwurm und so. Der hält halt wenig aus. Und die starken, harten Krieger und sowas, die den retten sollen, die lassen sich aber halt alle Zeit der Welt ganz entspannt laufen die halt.
Ja, Mensch, dann gehen wir mal halt. Na ja, komm, hey, ja, dann laufen wir jetzt mal eine halbe Stunde. Dann machen wir mal hier zwischen Päuschen und so. Der Zauber ist gerettet. Da, Gregory oder so. Gregon. Der Zauber ist gerettet. Nice, geil, haben wir es geschafft. Und jetzt? Rede mit einem Bewohner des, hilft den Menschen, ihre Magier zu finden. Ja, haben sie... Hab ich geschafft. Und jetzt? Geschafft. Und ich sehe, wir haben sogar schon ein bisschen mehr geschafft. Wecke einen anderen Drachen. Ah ja. Ah ja, okay. Ich sollte also zu den Bananeninseln und dann einen anderen Drachen zu wecken. Ich dachte, da wäre der Zauberer. Aber mir ist das falsch verstanden am Anfang. Alles klar. Gut. Ja, dann haben wir jetzt den Zauberer gefunden. Dann müsste ich jetzt wieder zurück zum König. Guck mal, jetzt laufen die wieder zurück. Läuft der Zauberer mit? Los, du bist frei! Wie der auf cool tut er. Ha, ich bin ein super Zauberer. Ich hab's gar nicht nötig gehabt, befreit zu werden. Die Orks konnten mir nichts anhaben. Und als Beweis dafür bleibe ich jetzt hier und... Geh von selbst irgendwann, wenn ich Bock dazu habe. Ja, dann schau. Ja. Gut, dann haben wir den befreit. Das war's, ne? Wir können gehen. Was ist denn jetzt mit den restlichen Leuten? Also der eine Bogenschütze, der sich abgekapselt hat von der Gruppe. Wo läuft denn der jetzt hin? Hallo? Das ist so eine geile Nebenquest. Die muss auch irgendwo ankommen, dann gibt es richtig geilen Stuff. So die Frage, wo ist die? Hallo, wo bist du? Ja. Sein, aber ganz ehrlich. Wir gehen nach Hause. Ich hab, was ich wollte, gemacht. Also, was ich machen musste, habe ich es geschafft. Das war's auch. Schau. Ey, komm, auf die roten Punkte habe ich jetzt gar keinen Bock. Nee, ich gehe jetzt. Tschüss. Wir haben den Zauberer befreit. Das war meine Mission. Mehr will ich gar nicht machen. Ich will ja nicht hier irgendwie den König im Arsch kriegen. Nee, nee, nee. Das sehe ich gar nicht ein. Nicht in der Position, wo, in der ich mich befinde. Nee, 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 nee. So weit kommt's noch. So. Rede mit einem Bewohner des Hauses. Ich verstehe diese Nebenquest nicht halt, ne? Rede mit einem Bewohner des Hauses. Benutze die linke Maustaste oder Leertaste in der Nähe des Hauses. Aber welches Haus? Wo habe ich denn die Quest bekommen? Puh, das Spiel hat so seine Verbesserungsmöglichkeiten. Ah, guck mal, da steht doch der Zauberer jetzt, oder? Da steht so einiges rum. Hi Schnucki. Jack, oh großer Drache, hilf uns. Wieso? Ich helfe bereits, die Welt vor dem Untoten zu bewahren. Wir brauchen Hilfe im Krieg gegen die Eindringlinge aus Gwestay. Ja, jetzt werde ich losfliegen und ein paar Mensch, was? Aber sie sind Eindringlinge und in unserem Reich eingefangen.
Und diese und jene okay, jetzt müssen wir menschliche Eindringlinge beseitigen oder was? Okay. Wieso liegt der sich hin? Wieder eine Nebenquest, ja? Sridiths Krieg. Finde Sridithem und löse den Krieg zwischen Menschen und Elfen. Da habe ich da auch schon mitgeholfen. Ist aber auch schon, da habe ich doch alles schon gemacht. Bin, glaube ich, ein bisschen der Story zuvor gekommen. Hey, hallo! Schlafenszeit ist dann, wenn ich nicht streame. Hallo, Drache. Hallo, Mensch. Hallo, hast du einen Energiekristall? Ja, aber wir können ihn dir nicht geben. Wir befinden uns im Krieg. Deinem... Und du, dass Sonne und Toten bald alles erinnern sorgen. Aber die Elfen sind total unverschämt. Drache, hilf uns, den Elfen die Hintern zu können. Oh, was für Menschen haben die Zeit gegeben. Ich habe vorhin eine Taste gedrückt, wo das ich hinlegen soll, aber die kann ich momentan irgendwie nicht nochmal drücken, glaube ich. Also ich habe rangezoomt. Ah. Ich weiß aber keine neue Quest bekommen. Wer bist du denn? Wer bist du denn? Guck dir mal den an. Von welchem Land ist denn der? Ägypten oder was? Was macht denn der hier? Hallo? Geh mal weg. Aras. Grüße, großer Drache. Hast du einen Energiekristall? Ja, das ist ein Feuerkristall in unserer Wüste. Aber wir können ihn nicht einfach so her... was? Ich werde jemanden zum Mittag verspeisen. Sie können ihn nicht. Und was wollt ihr Wüstenmenschen für euer Kristall? Wir brauchen Hilfe, um unseren Gebieter. Los, sehen wir, was du da hast. Ich hätte ihn einfach fressen sollen. So. Hör auf, wir sind verlegen, ja. Meine Güte, was ist denn los? So. Was sind wir mit dem Zauberer hier? Tut denen was weh? Ich drück eh halt, ne? Ich habe bei der Steuerung nichts umgestellt. I. Warte. Ich nehme mich vor ihn. I. Du Drache, mein Retter. Erzähl mir, was hast du draußen gefunden hast? Untote fliegen zu uns aus. Und wir können sie nur mit Hilfe von Energiekristallen verschieben. Wo sind diese Energiekristalle? Energiekristalle sind sehr wertvolle und zwischen den Königen der verschiedenen Kristalle. Also sag ihnen, dass sie die Kristalle herbringen sollen. Das ist nicht so einfach. Könige werden ihre Energiekristalle nicht einfach so aufgeben wollen. Die Welt ist in Gefahr, zerstört zu werden und Menschen verhalten sich wie Schafe. Wenn sie die nicht hergeben, werde ich sie fressen. Oh, Drache, fressen ist nicht immer die Lösung. Doch! Mehrere Botschafter aus verschiedenen Städten haben uns erreicht. Oh, okay. Okay. Ja. Weißt du die... Ach komm. Weißt du, die Welt ist in Gefahr. Die Prophezeiung erfüllt sich laut dem König, dass wir gekommen sind, um sie zu retten. Und jetzt fordern die trotzdem noch, dass wir was für die tun, damit wir das kriegen, um sie zu retten. Menschen halt.
Sie wollen nichts einfach geben, um ohne Leistung irgendwie dafür zu kriegen. Nein. Ja, was willst du groß dazu sagen, ne? Ist halt so. Kannst nichts machen. Ja, dann fliegen wir mal, da hinten sehe ich was, fliege ich erstmal dahin. Guck mal, was ist das da? Das muss wieder Angreifer irgendwie, ne?